Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder die My Little Box. Die sieht diesen Monat wieder wunderschön aus. Also das Design ist jedes Mal einfach richtig, richtig schön, muss ich sagen. Und ja, ich zeige euch mal, was diesen Monat dort drin war. Die sieht wieder sehr süß aus, hat diesmal auch eine sehr süße Schleife, finde ich. So eine ganz dünne Schleife, einfach total niedlich. Ich mache das Ganze mal auf. Und da ist als erstes so eine Karte drin, die kann man sich aufhängen oder, keine Ahnung, in Bilderrahmen tun. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, landet bei mir im Müll. Dann als nächstes ist hier drin, sind hier drin zwei Postkarten, da und da. Die zwei sind das. Mit Briefumschlägen finde ich eine ganz süße Idee, gerade weil das ganze Thema ist hier so Urlaub, wie schon letztes Mal, so ein bisschen Strand, Meer, sowas. Und finde ich eine süße Idee, dann könnte man das aus dem Urlaub verschicken. Also passt auf jeden Fall zum Thema. Ich denke, ich werde das allerdings nicht tun. Ich werde es vielleicht verlosen, also vielleicht kriegt ihr das in der nächsten Verlosungsbox, die auch bald hoffentlich mal ansteht. Tut mir leid. Dann geht's weiter mit etwas, was ich auch verlosen werde, weil es, ja, keine Ahnung, mich spricht es nicht so an. Das ist einmal dies hier, Summer Night Windlicht. Da sind, glaube ich, zwei Windlichter drin, so in blauen Farben. Oh Gott, gute Reflexe. Seht ihr zum Beispiel einmal hier hinten. Ich persönlich brauche es jetzt nicht. Blau würde auch nicht in meine neue Wohnung passen. Von daher wird das ebenfalls verlost an euch. Dann, was ich richtig süß finde, ist hier, was halt mega passt einfach, ist hier so eine kleine Muschel drin. Also so eine dieser, keine Ahnung, wie die heißen, Leckmuscheln nenne ich sie jetzt mal. Finde ich ganz süß, weil es einfach richtig gut da reinpasst. Und dann ist hier noch ein Klatschkissen drin für unterwegs. Das könnt ihr einmal als Klatsch benutzen, also wirklich einmal so unterwegs, so als Handtasche. Und dann könnt ihr das noch aufpusten, das ist so zum Pusten. Also hier ist das so ein Beispiel. Und dann könnt ihr da am Strand als Kopfkissen das halt benutzen. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Also ist auf jeden Fall eine coole Sache. Allerdings war ich jetzt gerade im Urlaub und ich werde in nächster Zeit auch nicht in Urlaub fahren. Deswegen wird das ebenfalls verlost. Also diesmal ist nicht ganz so viel für mich drin. Obwohl ich die Sachen wirklich, sie passen perfekt zum Thema, muss ich sagen. Also das ist richtig gut. Und dann ist hier nochmal ein Beutel, der wie immer wunderschön auch aussieht. Schön designt, das muss man einfach den lassen. Und dann ist hier von Love the Glaciers Stylo Eyeshadow drin. So sieht das Ganze aus. Und ja, das ist ein flüssig, also nee, so ein Stift Lidschatten. Und der sieht so aus. Der ist schwarz. Ich weiß nicht, wie gut ihr es seht. Seht ihr das? Mit so blauen Glitzerpartikeln. Sieht eigentlich echt ganz schick aus, so für einen Abendlook, so als Base vorher. Könnte ich mir vorstellen, damit irgendwann mal einen Look zu schminken. Also das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich hier noch zwei Produkte. Zum einen ist das von Lancaster oder Lancaster, keine Ahnung. Tan Maximizer Repairing After Sun Soothing Moisturizer. So sieht er aus, so eine kleine Probegröße. Ja, so ein After Sun Ding, das benutze ich jetzt eher nicht, weil ich mich ja eh nie so wirklich richtig sonne, nicht so absichtlich, sage ich mal, weil ich möchte eigentlich blass bleiben. Ich bin auch, by the way, mal eben richtig krass braun im Urlaub geworden. Das finde ich so ätzend. Ich habe mir so viele helle Foundations noch in den USA gekauft. Davon passt mir keine einzige mehr. Ich kann jetzt aus der dunklen Schublade da. Also ich habe ja ein paar dunkle aufbewahrt, wenn man die Klatter geguckt hat. Die passen mir jetzt. Das ist sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall werde ich das deswegen auch weitergeben. Davon könnt ihr auch was haben. Bis jetzt, wenn ich mich gerade nicht täusche, ist für mich jetzt ein Produkt dabei. Und jetzt kommt noch das zweite, was ich auch behalten werde. Und zwar von der Eigenmarke My Little Beauty ein Körperpeeling. Auch wieder im ganz cuten Design. Also richtig, richtig schön. Sind 210 Gramm, also kann man ein bisschen was mit anfangen. Und so ein Peeling geht immer gerade im Sommer so die alten Hautschüppchen so lösen. Damit finde ich immer sehr, sehr gut und ich freue mich da schon sehr drauf. Weil meins ist jetzt auch demnächst leer, von daher werde ich dann wahrscheinlich das benutzen. Ja, und das war jetzt auch schon die Box. Ich fand sie wie die letzte Box okay. Also an sich fand ich sie auch ganz gut. Also wie gesagt, es passt alles perfekt zum Thema. Die Sachen waren schön designt. Das sind wieder coole Sachen, die man vielleicht nicht, die vielleicht auch nicht jeder hat. Aber die letzten beiden Boxen fand ich im Gesamtbild so zu den anderen bisher am schlechtesten von allen, die ich hatte, muss ich sagen. Obwohl sie nicht schlecht sind. Also ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich finde sie trotzdem gut. Aber von den bisherigen fand ich die beiden jetzt am schlechtesten. Ich hoffe, nächste Box wird wieder besser. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, naja, das ist so meine Meinung dazu. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dann!